Kommt da was? Ich hoffe nicht. Ja. Ja, es ist natürlich ab einer gewissen Helligkeit schwierig, die Außenspiegel noch irgendwie im Auge zu behalten mit Kennung, was kommt von hinten. Hallo, Blinker, würdest du? Dankeschön. So, wir fahren jetzt, glaube ich, schon gleich auf die erste Stadt zu. Und ich fahre schon wieder dezent zu schnell, wie es scheint. Mal gucken, ob wir auch auf ein Event treffen. Die lassen sich ja auch von der Stärke her einstellen. Also wenn ihr jetzt sagt, ich möchte nicht so viele Events haben, dann stellt ihr die runter. Wenn ihr viele Events haben wollt, dann stellt ihr die noch ein bisschen höher. Ja, das ist halt auch wieder so eine Sache. Wenn ihr komplett ohne Events fahren wollt, also ohne Polizeikontrollen etc. Und also es ist sehr viel einstellbar. So, wird es jetzt hier gleich einspurig? Mal ein bisschen langsamer werden. Sieht auch so aus, als kämen wir direkt gleich in den Stadtbereich rein. Wo waren wir jetzt eigentlich als erstes? Darmstadt, oder? War das Darmstadt? Hm. So. Schön langsam. Städtisch soll man ja nicht so rasen. Auch wenn die Autos das tun. Die anderen Autos das tun. Bäh. Es geht noch. Sie könnten schneller fahren. Aber man merkt jetzt schon, die KI fängt sich mittlerweile ganz gut. Also beim letzten Mal gab es hier noch mehr Chaos. Also das wird nach und nach natürlich auch noch ein bisschen mehr behoben. Gut, hier frage ich mich tatsächlich gerade, ob ich mich gerade etwas geirrt habe. Okay, ich fahre dann mal, ne? So. Okay, in der Ecke scheint tatsächlich noch ein bisschen Stau zu sein. Aber, na gut. So. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Wir müssen geradeaus. Bitte nichts kommen. Boah, Glück gehabt. Ich weiß, eigentlich müsste ich links und rechts gucken, aber ihr wisst ja, Maussteuerung. Hashtag Tracker-Unterstützung. Wird gewünscht. Ist natürlich schon eine Sache für sich. So. Einmal um die Kurve rum. Eieiei. Eng. Gut, dass da jetzt keiner stand. Ja. Das hat sogar besser geklappt als gedacht. Und da ist natürlich wieder mal rot. Das heißt, ich kann wieder meinen Zettel in die Hand nehmen und mal weiterlesen. Ja, zum Kartenbau an sich, beziehungsweise zu dem, was noch kommen könnte beim Fernbus-Simulator, hatte ich mir hier notiert, da hatte jemand geschrieben, dass doch eigentlich Luxemburg eine ganz schöne Sache wäre. Ja gut, theoretisch gesehen wäre das durchaus so, aber man sollte natürlich auch bedenken, dass der Fernbus-Simulator hauptsächlich jetzt erstmal in Deutschland fährt. Also jetzt hier im eigentlichen Simulator gesehen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es im Real Life ist bei Flixbus. Aber jetzt hier im Simulator fahren wir ja tatsächlich nur durch Deutschland. DLC weiß ich nicht. Könnte natürlich durchaus sein, dass da irgendwann, da fahren wir noch, dass da irgendwann noch ein Nebenland nachgereicht wird oder so, sofern da tatsächlich der Flixbus fährt. Ich meine, ausschließen sollte man da nichts. Jo. Und da stehen wir schon wieder bei Rot. Aber ich meine, gut, das sind natürlich Ideen, die geäußert werden können. Warum nicht? Der Niklas König schreibt zum Beispiel, es ist sehr viel Arbeit für die Entwickler und man muss erstmal Leute finden, die von Sellin am See nach Stuttgart 8 bis 9 Stunden fahren wollen. Ja, das habe ich mir nochmal notiert. Zu dieser Geschichte mit... Ja, die Routen sind ja viel zu kurz und das ist ja alles irgendwie gar nicht so originalgetreu. Es ist aber genau das, was der Niklas König da schreibt, was ich halt auch immer so bei mir denke. Man muss ja überlegen, man fährt ja jetzt hier los und müsste dann theoretisch von einer Stadt zur nächsten hier ein paar Stunden fahren, je nachdem, wo man hinfährt. Und da ja nicht jeder die Zeit dazu hat, ist das mit dem Maßstab, da muss ich ihm auch vollkommen recht geben, absolut verständlich. Und vor allen Dingen, wie er auch sagt, wie will das ein Entwicklerstudio machen,
da so riesengroße Bereiche hundertprozentig nachzubauen. Ich meine, das Thema hatten wir schon öfters gehabt. Ich weiß das auch, aber ich sage es halt gerne immer wieder. Wir haben das selbst bei ETS nicht oder ATS nicht. Da ist auch nichts 1:1. Ja? Und so ähnlich verhält sich das hier. Und man sollte natürlich auch hier tatsächlich die Arbeit sehen, die hier drin steckt. Und die ist mit Sicherheit mit sehr viel Aufwand verbunden gewesen, jetzt so wie es ist. Ja? Deswegen da vielleicht auch einfach mal das Ganze so sehen. Also irgendwie ist heute hier die rote Phase ausgebrochen, ich weiß auch nicht. Ich halte tatsächlich momentan wirklich so an ziemlich jeder Ampel, die es hier gibt. Was haben wir denn da eigentlich für ein Gebäude? Kennt ihr das? Ist das normal in Stuttgart? Wo befindet sich dieses Gebäude? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Beziehungsweise erkennt ihr schon Stuttgart? Weil wir müssten ja jetzt eigentlich in Stuttgart sein, wenn ich mich nicht täusche. Sind wir in Stuttgart? Ich glaube ja. Müsste das nächste gewesen sein. Ich glaube, dann kommt Karlsruhe. Das ist so die Ecke, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, beziehungsweise mit Erdkunde habe ich es ja generell nicht so. Das wisst ihr aber bestimmt auch. Ich glaube, ich habe das auch schon öfters mal erwähnt. So. Einmal rum. Brav. Und da vorne wäre unser Haltepunkt. Und ihr seht, wenn man jetzt tatsächlich mal das Navi beachtet, der wird jetzt auch angezeigt auf der Seite, wo er ist. Und es stehen leider keine Leute da. Das ist schade. Aber war ja auch schon angekündigt. So, ich mache jetzt trotzdem mal ganz kurz den Scheibenwischer an, genau. Sollte man immer mal tun, um zu testen, ob er noch funktioniert. Ich mache jetzt mal ganz kurz hier die Türe auf und steige mal ganz gepflegt hier aus. Und wir gucken uns das mal ganz kurz von außen an. Ich kann ja mal ganz kurz in den Flugmodus gehen. So, ja, also so sieht die ganze Haltestelle jetzt von oben aus. Und meine Bitte an euch, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr was wiedererkennt. Hier drüben zum Beispiel liegen Gleise. Also müsste das eigentlich hier der Bahnhof sein. So würde ich das jetzt mal deuten wollen. So, einmal wieder runterfallen, wunderbar. Und, ja, ich würde sagen, dann, ich weiß gar nicht, muss ich vielleicht hier aufmachen, dass er das registriert? Wir machen das mal vorsichtshalber. Es sind zwar keine Fahrgäste drin, aber wir machen mal alles schön auf. Wir tun einfach mal so, als wollten die Leute raus. So. Einmal wieder zu. Dich auch zu. Und dann steigen wir wieder ein und fahren einfach mal ganz... Hier ist noch was zu tun. Ja, immer noch. Fahren wir mal ganz dezent. Ich rede wieder ein Scheuß. Was ist denn heute los? Ich rede einen Scheuß hier, weißt du? Oh, hier, guck mal, das ist doch schön, oder? Ich finde ja diese Beleuchtung echt so cool. Also hier muss ich wirklich sagen, Unreal Engine top, ja. TML, was ist denn mit dem Würfel? Kriegt der irgendwann noch eine Textur? Wäre vielleicht mal ganz interessant. Oh, hoppala. Wartet mal, so. Da habe ich doch glatt was vergessen. Ich habe noch was vergessen, fällt mir gerade ein. Ah! Wir haben ja gar nicht die Zielanzeige an. Hilfe! Wo bin ich mit meinen Gedanken? So, jetzt ist aber... jetzt ist aber an. Sag mal, irgendwie... Scheibenwischer. Wie war das doch gleich? Man soll ihn testen, ja. So. Einmal Blinker links und... Achso, wo sind wir jetzt nochmal gerade? Gerade nochmal schauen. Karte war... K? Ja. Wir sind in... Wo sind wir denn? Wir sind in... Darmstadt sind wir. Wie komme ich denn auf Stuttgart? Wir sind in Darmstadt. Dann fahren wir nach Heidelberg. Karlsruhe. Hatte ich nicht Stuttgart gesagt? Habe ich Stuttgart gesagt? Wir sind in Darmstadt. So. Okay. Wie komme ich auf Darmstadt? Egal. Weiter geht's. Also sagt mir mal, ob ihr Darmstadt wiedererkennt. Ich kann mich gerade gar nicht beruhigen. Wie komme ich auf Stuttgart? Wahrscheinlich ist Darmstadt nach Stuttgart mutiert oder so. Klingt ja auch beides ziemlich gleich. Hallo, fährst du mal da vorne? Ah, sieh die spawnen. Das ist schön. So. Ja, ich sag's nochmal. Beta. Ja, Beta. Also nicht Peter, sondern Beta. So, wir fahren jetzt dementsprechend weiter und gucken mal, was hier noch so passiert. Es wird jetzt auch immer dusterer.
Wird lustig, wenn wir dann ganz bei Dunkelheit fahren. Das sehen wir dann so gut wie gar nichts mehr wahrscheinlich. So, was habe ich denn noch auf meinem Zettel hier stehen? Der Luvano schreibt, schade, dass man den Tacho und den Drehzahlmesser nicht aus dieser Position ablesen kann, in der ich sitze. Ja gut, das ist wieder eine Sache des Field of Views. Je nachdem, wie du dir das Field of View einstellst, siehst du das natürlich auch besser. Du kannst natürlich hier auch hingucken und mal ganz kurz rechte Maustaste, dann siehst du auch, wie schnell du fährst. Ist natürlich beim Fahren ein bisschen schwierig. Oder du brauchst halt sehr gute Augen. Für mich ist das natürlich in dem Sinne für den... Oh, hey! Sag mal, für den Julian ist das schwierig. Für mich ist das in dem Sinne auch nicht einfach. Weh, du rammst mich. Wehe. Für Leute mit guten Augen ist das vielleicht kein Problem, aber das ist ja im Real Life nicht viel anders. Wenn du in einem Auto sitzt und nicht gut siehst, siehst du das im Real Life ja genauso wenig. Ja. Also, das wäre vielleicht auch mal eine Sache, die mich mal interessieren würde für euch, die ihr jetzt halt auch gut sehen könnt. Wie ist das bei euch eigentlich? Könnt ihr jetzt mit euren Augen, wenn ihr jetzt so vor eurem Monitor sitzt, nicht so direkt davor, sondern ein Stückchen weg, könnt ihr den Tacho lesen? Würde mich jetzt mal interessieren. Ja, weil ich habe da kein Paradebeispiel für. Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Also TML, die Kreuzung hier ist noch ein bisschen fehl, würde ich mal sagen. So, jetzt warten wir einfach mal. Er müsste gleich despawnen, wenn ich Glück habe, oder er fährt weiter. Hallo. Huhu. Juhu. Pattsituation? Ja, das ist schön. So, ja, dann... Ah, ja, brav. Komm, noch ein Stück. Jetzt bleib du bitte stehen, ich will hier durch. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir machen das jetzt so, ich schieb jetzt einfach mal. Wir müssen ja jetzt hier irgendwie weiterkommen. Ich schieb mich jetzt hier einfach mal durch. Egal was passiert. Ja, Knall, ich weiß. Es gibt wieder eine tolle Auswertung zum Schluss. Ja. Pass mal auf, wir fahren jetzt mal hier auf den Bürgersteig. Sonst machen wir noch ein paar Dellen in den Bus. Das ist ja dann auch nicht im Sinne des Erfinders. So. Also, TML, Darmstadt ist noch irgendwie ein bisschen Fehlstart, würde ich sagen. Da müsstet ihr vielleicht nochmal schauen. So, weiter geht's. Also, wie gesagt, es gibt natürlich die Möglichkeit... Was ist denn hier schon wieder los? Heieiei. Es gibt natürlich die Möglichkeit, tatsächlich zu sagen, okay, ich zoome ran. Für die Leute mit schlechten Augen, die jetzt so da sitzen, ist es natürlich schwierig. Alternativ könnte man natürlich tatsächlich drüber nachdenken. Ich glaube, das hatte auch irgendjemand in die Kommentare geschrieben. Ich fahre jetzt hier einfach irgendwie drumrum. Ob es nicht die Möglichkeit gäbe, tatsächlich neben ins Navi noch eine Geschwindigkeitsanzeige zu bringen. Die Idee, hallo, die Idee ist natürlich auch nicht übel. Ja. Das wäre natürlich auch nochmal ein Vorschlag. Ich meine, ich denke mal, dass vielleicht TML hier auch mal noch so mit reingucken. Das wäre natürlich für euch auch nochmal eine Anregung. Wie wäre es denn, wenn ihr neben in das Navi tatsächlich, wie der User das vorgeschlagen hat, also die Idee kommt jetzt tatsächlich nicht von mir, ne? Wie der User das vorgeschlagen hat, wie wäre es denn, wenn ihr da einfach nochmal neben so ein bisschen eine Geschwindigkeitsanzeige mit reinbringt? Ist ja natürlich auch besser, wenn man jetzt nicht unbedingt gefotografiert werden möchte, ja? So, wir fahren einfach mal. Oh, ich habe die Stadt wahrscheinlich jetzt gleich hinter mir gelassen. Das heißt hoffentlich keine Probleme mehr beim Fahren. Ist halt schade jetzt im Moment. Das ist so ähnlich wie bei OMSI auch. Wenn die KI dann ein bisschen rumspinnt und man bekommt dann zum Schluss natürlich eine schlechtere Auswertung, als man eigentlich bekommen müsste. Weil sie im Weg stehen und man natürlich seinen Weg irgendwie so ein bisschen freischieben muss. Das heißt auch Schaden am Bus bekommt und so. Das ist natürlich ein bisschen schade, ne? Aber gut, passiert. Ich frage mich nur gerade, ob ich vielleicht hinten das Licht doch ausmachen sollte. Apropos Licht, wieso ist das Licht eigentlich aus? Was ist denn da los? Heieiei. Ist ja kein Wunder, dass hier so dunkel ist. Bestimmt, wo ich vorhin gestanden habe. Seltsam. Hatte ich den Bus aus? Nö, eigentlich nicht, oder? Na gut.